Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks in Jurassic World Evolution 2. Und heute schauen wir uns den Park von Genix an und der heißt Sorna Jurassic. Und wir starten hier, oder wir kommen hier an mit einem Jurassic Park Helikopter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein in den Park. Ich laufe einfach mal durch das Gebäude. Okay, sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Jetzt sind wir im Park angekommen. Und hier rechts geht es direkt zum Visitor Center. Und ich höre schon Brachios. Habt ihr das auch gerade gehört? Ah, das liebe ich ja, ne? Hier direkt eine Toilette ist auch sehr schön. Das wünsche ich mir immer am Eingang. Hast du alles befolgt. Ich würde aber auch sagen, wir biegen jetzt rechts ab. Weil Visitor Center war rechts. Wir sehen es auch schon da vorne. Da werden wir uns jetzt hinbewegen. Oh, guck mal, da ist ein Mosasaurus-Becken. Ich glaube, wir hätten doch erst links gemusst, weil da geht es direkt zu der Beobachtungsgalerie. Ich finde das ja immer so cool, dass dieser Besucherperspektive. Sieht alles so wunderschön aus. Genix hat hier übrigens reingeschrieben, ich soll das Ganze bei Nacht bewerten oder bei Dämmerung. Aber ich kann es auch bei Tag bewerten und ich habe mich für Tag entschieden. Weil wir beim letzten Park schon bei Nacht unterwegs waren. Den Park darf ich übrigens auch wieder hochladen und es wurden einige Mods benutzt. Findet ihr aber alles unten in der Videobeschreibung. Sieht man auch schon, weil hier die Beobachtungsgalerien so dicht beisammen sind. Jetzt haben wir nehmen hier die rechte. Die sieht ganz einladend aus. Ich glaube, jetzt könnte es gleich soweit sein. Der taucht hier gerade ab. Ich habe jetzt auch nochmal den Platz gewechselt auf die ganz linke Beobachtungsgalerie. Ich hoffe, es passiert jetzt gleich. Nee. Oh, er schwimmt direkt hier vorne lang. Wie cool. Das ist aber auch nicht schlecht. Haben wir ihn wenigstens mal gesehen. Auch wenn er jetzt nicht den Hai wieder benutzt hat. Aber ich habe eine Idee. Wir könnten ja hiermit mal runterfahren und das von unten uns mal angucken. Wie der Hai snackt. Das habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Oh, da kommt der Moser. Oh, cool. Jetzt können wir es echt mal von unten sehen. Das ist ja perfekt. Ist auch mal echt interessant. Und da gönnt er sich den Hai. Mega gut. Na, das Warten hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Wir fahren jetzt aber wieder hoch. Und dann geht's weiter mit der Besichtigung. Das war sehr cool. Jetzt geht's aber weiter. Ich glaube, ich kürze hier mal ab über den Rasen. Ganz frech, weil ich lauffaul bin. Weil der Weg dürfte eigentlich hier vorne wieder kommen. Okay, vielleicht war es doch nicht so smart, was ich hier mache. Doch, war smart. Ja, wir sind richtig gelaufen. Oh, hier gehen auch noch Wege ab, sehe ich gerade. Das ist vom Eingangsbereich, ne? Ah, da hast du nochmal so Seitenwege gemacht. War sogar hier voll schön alles gestaltet mit Felsen und Wasser. Und mit Dekoobjekten. Na, hier ist es halt echt connected. Aber diese Übergänge sind manchmal echt doof, ne? Wenn man verschiedene Wegfarben benutzt. Das kann man aber teilweise gar nicht ändern. Ich hoffe, das wird nochmal ein bisschen besser gepatcht, dass man verschiedenen Wegfarben ein bisschen schöner miteinander kombinieren kann. Da bin ich auch am Kämpfen momentan bei meinem eigenen Parkbauprojekt. Da ist dann immer viel hin und her, bis man dann einigermaßen zufrieden ist. Und jetzt geht's zum Innovationszentrum oder Besucherzentrum. Das liebe ich ja auch. Die Soundkulisse hier ist auch immer echt schön. Hier ist immer so richtig reges Treiben und du hast hier auch wieder schön viel Deko eingebaut. Oh, ich weiß gar nicht, ob das hier standardmäßig ist oder ob du die selber geplatziert hast. Ich glaube, das ist standardmäßig. Ich glaube, das kann man auswählen bei diesen Gestaltungsmöglichkeiten. Oder? Ich glaube, die hast du selber platziert. Du hast sie auf jeden Fall so gut platziert, dass es auch standardmäßig sein könnte. Finde ich richtig cool. Sieht mega belebt aus. Guck mal, hier sitzen die auch. Also ich glaube, du hast das teils dann gemacht. Ja, cool.
Finde ich übrigens schade, dass man diese, oder dass diese selbst platzierten Sachen nicht benutzt werden von den Besuchern. Wäre cool, wenn die sich da auch hinsetzen würden. Sieht aber echt schön hier alles aus. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Mittelpunkt von deinem Park, nämlich dem Innovationszentrum. Ist sehr schade, dass man da nicht rein kann, weil im Film ist das auch echt cool. Mit diesem blauen Hologramm mit den Dinosauriern. Das wäre cool, wenn man das sehen könnte. Aber es ist trotzdem ein tolles Gebäude. Wir sind jetzt genau hier und wir werden dann wahrscheinlich gleich erstmal nach rechts gehen, dann die Mitte und dann nach links ist der Plan. Das hier ist das Mosasaurus-Becken, wo wir gerade waren. Und hier sind diese Besucherrestaurants und Geschäfte. Sehr, sehr schön geworden. Hier ist auch noch ein kleiner Abstecher in so einen Standbereich. Den habe ich gar nicht gesehen vorher. Stehen auch noch einige Stühle und Tische, wo die Besucher sitzen können. Coole Idee. Aber das Spiel ist so wunderschön. Das ist wirklich nice. Den Eingang gucken wir uns auch nochmal schnell an. Von oben. Oh, echt cool mit dem Hintergrund, mit dem Meer. Oh, hier ist auch ein Schutzraum. Den habe ich gar nicht gesehen. Hast du schön versteckt gemacht. Ist sogar gut, dass der mir nicht aufgefallen ist. Oh, den hast du auch hinterm Baum versteckt. Weil sowas sollte man ja auch im ersten Moment nicht sehen, ne? Hast du richtig gut eingebaut. Oh mein Gott. Die Bäume sind perfekt platziert. Wir gehen jetzt aber mal rechts hier weiter. Oh, wo ich hier die schönen Springbrunnen sehe, muss ich leider daran denken, dass man keine Wasserfälle in Jurassic World Evolution 2 bauen kann. Was ich ultra schade finde. Weil das ist wirklich eine Sache, die mir sehr fehlt. Solche Effekte und fließendes Wasser und sowas. Wir haben jetzt aber erstmal einen langen Fußmarsch vor uns. Aber ich finde das cool, dass du selbst hier auf so langen Wegen die Mühe gemacht hast und auch Wasser eingebaut hast, Felsen und auch so Deko-Elemente zwischendrin. Also joggen gehen brauche ich heute nicht mehr, das war wirklich ein langer Fußmarsch. Aber jetzt sind wir, glaube ich, beim Ziel angekommen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rechts. Sieht nämlich nach Hotelanlagen aus, da können wir einchecken und uns ausruhen. Ja, hier hast du dann auch wieder einen Schutzraum eingebaut. Und du hast hier sogar so ein... Das ist, glaube ich, hier diese Station, die man in die Gehege normalerweise macht. Wo dann die Jeeps die Dinosaurier scannen. Ist hier eingebaut. Macht ja voll die coolen Geräusche. Gute Idee. Und hier sind dann die Hotels. Schön auch im Jurassic Park-Style mit diesen Strohdächern. Dürften, glaube ich, 2 Stück sein. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in eins rein. Ja, das hier ist die Ansicht. Einfach nur ein bisschen Wald und Grün. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Schöner wäre aber Meerblick oder sowas gewesen. Das hätte ich noch cooler gefunden. Aber jetzt, wo ich gerade hier sitze, mache ich mir mal ganz schnell einen neuen Kaffee. So, da sind wir wieder ausgeruht. Und jetzt biegen wir mal hier gleich rechts ab. Mal gucken, wo es dahin geht. Oh, da scheint es zum Gehege zu gehen. Und das ist auch ein Stromzaun. Also vielleicht ein Fleischfresser. Oh, das ist eine Gyros-Fernfahrt, wie cool. Sagen, die machen wir jetzt auch direkt. Oh, nach was klingt das denn? Ich habe keine Ahnung. Es klingt böse, aber ich weiß nicht, was es ist. Das werden wir gleich herausfinden. Los geht's. Oh, hier ist direkt schon sehr steil. Da rollt man direkt schräg runter. Aber es geht hier in den tiefsten Dschungel hinein. Und wir wissen nicht, was uns erwartet. Nur, dass wir einen großen Stromzaun haben und dass es böse klingt. Vielleicht werden wir gefressen. Aber von wegen böse. Das sind Sauropode. Dürfte, glaube ich, ein Dreadnoctus sein. Sauropoden sind toll. Oh, der frisst sogar über die Strecke rüber, oder was macht der gerade? Ne, der chillt hier einfach. Aber die Strecke ist leider ein bisschen sehr schräg, also da kann man nicht einfach still stehen bleiben. Ist immer schöner, wenn die ein bisschen übergeglättet ist. Dann ist es angenehmer zu fahren. Zumindest wenn man selber fährt. Aber sehr schön gestaltet alles.
Schön dschungelig. Und es war sehr überraschend, dass jetzt hier ein Sauropode drin ist. Finde ich cool. Oh, da haben wir noch was. Gegen Hadrosaurier. Was ist denn das? Das dürfte ein Uranus sein, ne? Coole Skins. Die sehen auch echt toll aus. Ist auch schön, wie die über die Strecke laufen. Also die Dinosaurier machen hier perfekte Show in dem Gehege für mich. Oh, jetzt seht ihr die Skins mal. Voll cool. Wir düsen weiter. Es gibt auch so viele coole Bäume hier in JWE 2. Bin jedes Mal wieder überrascht, was man so für Bäume sieht. Zum Beispiel die hier links, die habe ich vorher, glaube ich, noch nie gesehen. Aber das war schon die Tour. Und das hier ist das Ganze von oben, was wir gerade gesehen haben. Schönes, kleines, dschungeliges Gehege. Und hier, den Weg brauchen wir, glaube ich, nicht lang gehen. Ich glaube, der geht hier nur am Rand entlang. Oh, wie gut man die Dinosaurier sehen kann. Das ist auch perfekt gemacht, weil der Weg ist ein bisschen höher und das Gehege geht dann so runter. Dann hat man wirklich mal einen tollen Überblick. Finde ich übrigens sehr schade, dass in dem Spiel diese Wege nicht als Beobachtungsmöglichkeit für Besucher zählen. Also die haben ja nicht so einen Sichtradius, den die bilden, wenn die am Zaun sind. Weil man kann halt die Dinosaurier wirklich perfekt sehen von hier. Und das sollte dann auch dementsprechend zählen. Wie cool du die Bäume teilweise platziert hast. Beziehungsweise wie sie platziert wurden. Man kann das ja leider nicht selber machen. Sieht echt nice aus. Da hast du echt Glück gehabt. Oh, da sieht man ihn wieder. Das ist so schön. Und da sind auch Uranus. Voll cool. Ja, hier ist aber ein Dead End. Und dann geht's wieder zurück. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wie lang dieser Weg war. Oh, der ganze Bereich ist auch hier mit so einem coolen Berg abgetrennt. Da hinten ist die Lagune. Das ist nice. Aber jetzt kann ich euch mal den Weg zeigen. Der ist wirklich mega lang. Aber es ist schon ein ganz schönes Stück. Sieht jetzt von oben gar nicht so krass aus. Oh, wie schön hier der Strand auch wieder ist. Das ist schon die nächste Insel. Aber du hast trotzdem alles gestaltet hier. Du hast hier sogar Wasser eingebaut, Felsen und auch noch Deko-Elemente. Aber wir gehen jetzt weiter. Wir gehen nämlich jetzt hier in diese tolle Einschienenbahnfahrt. Da bin ich mal gespannt, wo die uns hinführt. Und los geht die wilde Fahrt. Bin jetzt extra nicht in den Zug eingestiegen, damit wir uns ein bisschen umgucken können, aber wir fahren ihm trotzdem hinterher. Dann quasi eine Außenansicht. Hier geht's über das erste Gehege, glaube ich, rüber. Ist hier unten so ein Gehege in so einem Tal. Sieht cool aus. Ich weiß aber nicht, was für Bewohner dort leben. Die verstecken sich gerade. Oh, da vorne ist auch so eine richtig coole Besucherfläche, wo die sitzen können. Und die Besucher können dann auch direkt von hier runter gucken, so wie es aussieht. In das Gehege. Ach, da sind auch die Bewohner. Amagas sind's. Auch tolle Dinos. Aber jetzt seht ihr schon, ne? Es ist schon vorteilhaft, nicht in diese Einschienenbahn einzusteigen. Die ist schon da hinten. Da hätte ich jetzt hier gar nichts zu Gesicht bekommen. Sehen auch cool aus. Wir fahren weiter. Oh, die Beobachtungsgalerie ist ja auch cool platziert. Sieht halt wirklich fast so aus, als wenn die Beobachtungsgalerie so darüber hängt. Und dann man da hier runter gucken kann. Und schon der nächste Zug. Und dann folgen wir dem mal. Oh, hier kreuzen sich auch die Schienen. Ah, die Strecken gehen so durcheinander durch. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Beim letzten Mal haben wir es ein bisschen besser gesehen. Da war das dann so oben drüber. Aber ich glaube, das ist super schwer umzusetzen teilweise mit den Schienen. Da muss man bestimmt dann viel rumprobieren, damit es einigermaßen gut aussieht. Finde ich also auch okay, die Lösung, wie du es gemacht hast. Das hier ist safe ein Fleischfresser mit dem Jurassic Park 3 Zaun hier. Das war der Zaun, wo der Spino hinter war im Film. Sehen die da aber gerade noch nicht. Verstecken sich alle voll. Aber die haben auch sehr verwucherte Gehege, was ich auch cool finde.
Ja, Spinosaurus, wie im Film. Sehr passend. Passt ja auch zu Isla Sorna. Oh, hier unten sieht auch echt schön aus. Und dann haben wir hier auch noch ein Aviarium. Da gehen wir gleich auch noch rein. Aber da fährt auch die Einschiebbahn nochmal drumherum. Wir holen sogar den Zug gerade ein. Weil wir so gut sind im Drohnefliegen. Und hier ist dann die Station. Dort geht's dann weiter. Da sind wir angekommen. Und besichtigen weiter. War cool, auch mit den Bergen im Hintergrund. Aber wir gehen jetzt mal zu dem Aviarium. Und hier drin haben wir Capybaras. Eine sehr gute Flugsaurierwahl, wie ich finde. Mag ich mega gern. Und ich finde es cool, dass die jetzt auf den Felsen landen können. Ich glaube, der da hinten ist verbuggt. Der fliegt da schon die ganze Zeit. Wir gehen mal rein mit der Kamera. Sieht man auch die Farben hier ein bisschen schöner im Gehege. Sieht voll toll aus. Schön gestaltet. Na, was ist mit dir los? Der kann sich nicht wegbewegen. Aber richtig toller Skin. Ja, würde ich sagen, geht's weiter. Ja, direkt mal von oben gucken. Hier ist noch ein Schutzraum. Das hier ist einfach Landschaftsgestaltung. Oh, ich dachte, hier wäre auch noch ein Gehege. Aber das hast du echt schön gemacht. Hier ist auch nochmal ein Schutzraum. Also da hast du sehr viel Wert drauf gelegt, dass überall Schutzräume sind. Finde ich gut. Hier ist nochmal eine Toilette. Und dann haben wir hier noch das Spinosaurus-Gehege. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Ich denke mal, die ganzen langen Wege brauche ich jetzt nicht in Besucherperspektive langlaufen. Gehen wir direkt hier rein. Da sehen wir nochmal den Spino. Der hat auch ein echt tolles Gehege. Ich finde es auch wieder cool, dass du hier erstmal diesen schweren Zaun genommen hast aus dem dritten Teil. Das ist mega passend. Und ich finde es richtig cool, dass du hinterm Zaun direkt hier das so runtergehen lassen hast. Dadurch kann man ihn dann wirklich mega gut sehen, auch durch den Zaun. Was macht denn der da hinten? Okay, der steht da einfach nur weird. Aber auch cooler Skin. Daniel Lito heißt er. Sind übrigens wieder alle Dinosaurier und sowas benannt. Also wenn ihr wissen wollt, wie die heißen, könnt ihr den Park gerne selber ausprobieren. Aber auch hier ein richtig, richtig schönes Gehege. Fällt mir mega gut. Hier war auch noch diese Beobachtungsgalerie, die können wir auch einmal abchecken. Also wir sind jetzt von hier lang gegangen und dann ist das die, wo ich vorhin den Überhang so cool fand. Da hat man dann so eine Ansicht. Auf die Amagas. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber hier nochmal auf diesen coolen Platz zwischen der Lagune und dem Amaga-Gehege. Den fand ich nämlich optisch auch richtig cool. Kann man auch zwischen den Felsen nochmal durchgucken. Und mit etwas Glück ein Amaga sehen. Oder auch nicht wirklich. Ah doch, da hinten ist einer. Kann leider gerade nicht ranzoomen. Ja, von oben sehen solche Plazas aber immer noch beeindruckender aus. Hast du nämlich richtig cool gemacht mit den Wegfarben. Sieht mega nice aus. Den Weg da brauchen wir, glaube ich, auch nicht lang gehen. Der führt nur zu dem Release-Becken von der Lagune. Und wir hatten noch einen Weg da hinten. Genau. Hier kann man nämlich auch noch lang gehen, hinter dem Innovationszentrum. Da geht es aber auch nur zu Hotelanlagen. Also da brauche ich jetzt auch nicht in der Besucherperspektive hingehen, denke ich. Sieht aber auch hier richtig idyllisch aus. Vier Hotels hast du hier eingebaut. Und auch einen Schutzraum. Auch fünf Hotels sind sogar. Sehr gut. Ich würde sagen, wir checken mal einmal eben ein in das Hotel hier. Einmal den Pool genießen. Und das ist der wunderschöne Ausblick aus dem Pool.
Wenn das nicht toll ist. Einfach nur so schöne Berglandschaften. Kann man die Lagune von hier aus sehen? Nee. Aber das Innovationszentrum. Wir schauen jetzt aber noch einmal bei Nacht drüber. Weil das hattest du dir ja gewünscht. Sieht auch echt cool aus mit der Beleuchtung. Die Hotels leuchten auch so schön da hinten. Hier den langen Weg auch nochmal schnell lang fliegen. Geh nochmal hoch. Den Sterne gucken. Das Spiel ist schon wunderschön. Und auch dein Park. Gefällt mir richtig gut. Da hinten den Bereich checken wir auch nochmal schnell. Das hat wirklich richtig viel Spaß wieder gemacht. Vielen, vielen Dank, Genix, dass du uns deinen Park Zorner Jurassic zur Verfügung gestellt hast. Ihr könnt ihn, wie gesagt, auch in der Videobeschreibung finden und dort runterladen und selber mal ausprobieren. Und falls ihr auch einen Park habt, den ihr mir mal schicken wollt, damit ich den besichtigen kann, schaut auch in der Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es dazu alle Infos. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.